So, Speer. Der ist ja schon fast auf Max. Jetzt ist er auf Max. Das heißt, ich könnte mir mal herausnehmen, das Turmschild. Etwas hoch zu pushen auf plus 8 reicht erstmal. Und vielleicht sollte ich mal den normalen Speer auch hochdrücken. Alle anderen Rüstungsteile sind jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir jetzt demnächst eh wieder die Rüstung wechseln wollen. Oh, halt. Wir wollten ja jetzt kurz Eide abklappern. Das heißt, Victor Stone. Dann die vier anderen Eide. Ja. Well, you've grown quite a bit, haven't you? Your scent is lovelier than it's ever been. Genau, sie hat uns ja auch was Neues zu sagen. And meet the king. Long ago he smelled just like you. Not so much anymore though. He's quite rancid by now. But we cats love that. It's an acquired taste. Ja, sie kratzt an der Wand rum, schärft ihre Klingen und redet davon, dass Wendrick verfault riecht oder ranzig. So, wir können mal kurz in unsere Eide gucken. Ja, wir haben nur zwei. Once people tried to round up the undead and hide them away from the world. They thought that imprisoning the undead would solve the problem. They created a towering bastille to contain them, but in the end, it did no good. The lost sinner lives deep within the Bastille. The fool, trying to light the first flame. Genau, hier kriegen wir endlich mal Hintergrundgeschichte und das nachdem wir die vier großen Seelen gesammelt haben. Über die vier großen Seelen. Also wie sie gerade erzählt hat, wurde eine Bastille errichtet, also eine Festung. The Lost Bastille, um genau zu sein, also die verlorene Festung, wo wir die verlorene Sünderin oder die vergessene Sünderin, egal. Lost Sinner, also doch die verlorene Sünderin besiegt haben, die versucht hat, die erste Flamme zu, neu zu entflammen. An wen erinnert uns das? An die Hexe von Iseliff. Die hat das nämlich genauso versucht und ist zum Chaosmonster geworden. Why do people try so hard to be beautiful? We cats are born beautiful, of course. The human ego. How many ugly iron castles has it erected? And they don't even see the folly of their ways. But that's what makes watching humankind so delightful. It reminds me of someone who lived long ago. A vainglorious liar who ended up hurling himself into the flames. Now he's Icarus Earth, if I'm not mistaken. Ja, da hat sie vom alten Eisenkönig gesprochen. Also der war ja noch schlimmer als Wendrick mit seinen Untotenjagden und dem Eisenschloss, das in der Lava versunken ist. Und seiner Königin, die er todunglücklich und zu einem Monster gemacht hat. Ja, könnte einen ein bisschen an Lord Gwyn erinnern, der ja teilweise versucht hat, die Menschen ein bisschen zu unterdrücken, weil er Angst vor ihnen hatte. Jedenfalls hat das ja Carve behauptet. Gut, hören wir mal weiter. You see that gaping hole here? Well, there's nasty little vermin down there. Although who you seek is even further below. And has been down there for a very, very long time. He's plumb rotten by now, I'm sure. Ja, jetzt hat sie vom Rotten, also vom Verwesenden gesprochen. Das war ja die Reinkarnation von Nito sozusagen.
Aber über den hatte sie nicht viel zu sagen, außer dass er tief unten im Müll haust. Men develop the most peculiar fascinations. Sometimes their fascinations seem to take control. Till there's very little man left. Oh, it's like that awful traitor long ago. He coveted what he did not have, and it drove him mad. What a curious conundrum. The writhing ruin keeps searching as we speak. Searching for its heart's desire. Ja, damit meinte sie jetzt den Herzog der Lichtsteinbucht Zeldora, den wir ja schon auch schon getötet haben, und seine Riesenspinne. Und sie hat ihn auch Verräter genannt, was auch eine gewisse Parallelität zu Seth, dem Schuppenlosen, Seth des Geles, gebildet hat. Der hat ja seine eigenen Drachenfreunde auch verraten. Was hast du noch zu sagen? Okay, mehr nicht. Also, ich möchte gerne den Eid widerrufen. So, dankeschön. Wir können natürlich auch noch mit den anderen Leuten hier reden, aber die haben nichts Neues zu sagen. Oh ja. Somebody told. Not Bill. The two. And there's hell. Nein, der hat nichts Neues zu sagen. Und Mollen wahrscheinlich auch eher nicht. Oh, ich weiß aber, wer uns vielleicht was Neues zu sagen hat. Wie sehen unsere Stats aus? Ja, die sehen dementsprechend aus. Wenn wir nämlich mit 20 Wille zu ihr hier gehen. Hallo. You've had quite a journey, I can see. You must have a glorious number of souls by now. Ja. What a wonderful feat. Miracles have been. Isn't it extraordinary? And now? Nein, noch nicht. Dann bei 25 Wille. Aber sie verkauft jetzt unendlich viele Zauber. Das heißt, ich kaufe mir noch mal eine medizinische Heilung, dass ich sie zweimal habe. What is the first? Well, you record. Ja. Offer your soul. Und der Rest ist ihr typisches Gewäsch. Gut. Dann zum Victor Stone. Eid leisten. Seid ihr bereit, diesen Eid zu leisten? Ja, den Vorkämpfer-Eid leisten. Dadurch kriegen wir die Vorkämpfertafel. Das ist hier. Enthält den Namen glorreicher Vorkämpfer. Online-Spielobjekt zeigt die Namen der größten Sieger der Gesellschaft der Vorkämpfer, des Vorkämpfer-Eides an. Diese auf dem Siegerstein gefertigte Tafel enthält die Namen jener tapferen Krieger, die meisten Ehrsteine dargeboten haben, und ehrt ihre Leben wie ein Epitaph, was auch immer ein Epitaph ist. Okay, das war der erste Eid. Ich muss mal gerade gucken, habe ich auch wirklich alle Eidgegenstände? Ja. Well, yours, mine and me long ago. Not so much. He's quite, but we. Ja, sie sagt immer dasselbe. Jetzt sehen wir hier Gesellschaft der Vorkämpfer, Eid widerrufen. Ja. Und jetzt können wir anfangen, uns zu supporten. Gehen wir doch einfach gleich in die Lost Bastille, in die Dienstbotenquartiere. Obwohl, nee, da ist eigentlich schlecht. Naja, versuchen wir es trotzdem. So.
For the prince and the princess forever. Ja, möchte ich. So. Eid geleistet. Und wir kriegen den Siegel der Glockenhüter. Ja. Ja, man merkt, er ist ein bisschen übergeschnappt, ha? Gut, wir können auch mal mit seinem zweiten Ich im Sonnenturm sprechen. Der sagt nämlich einen etwas anderen Text auf. Ach, hallo, andere Spieler. Also mal kurz zum Sonnenturm. Und ja, ich weiß, wir hatten jetzt ein kleines Intermezzo mit Scholqua. Deswegen kann es etwas länger dauern, bis wir hier durch sind. Ach ja, und der will uns wieder auf die Nerven gehen. So. Und der droppt sogar was. Ein Glockenhüterschild brauchen wir nicht. Ja, wir haben, glaube ich, sogar einen Ring. Das muss ich mal gerade gucken. Wir haben einen Ring, der von Ven und Alken erzählt. Verliehen König Wendrik. Können wir mal ganz kurz gucken. Bissring. Ja, das sind Sachen vom Reu dem Erkunder. Ja, genau hier. Ring der Klingen. Vor langer Zeit erblühten die, also im unteren Absatz, vor langer Zeit erblühten die Königreiche von Alken und Ven auf genau diesem Boden. Beide wurden von demselben Mann gegründet, verfielen jedoch in Rivalität und Bosheit. Genau, da haben wir es ja. Also, man könnte mal davon ausgehen, dass die Erben von Ven und Alken, also der Prinz und die Prinzessin, wohl was gegeneinander hatten, irgendwann. So. Wieder ein kleiner Hintergrund-Story-Schnipsel, so, aus dem FF. Und ja, das da hinten ist wirklich Schloss Dwangleic. Also das da hinten sind die ganzen Ruinen, die wir durchlaufen sind. Und da hinten ist die Shattered Ruins Brücke, das Viadukt, auf dem wir rumgelatscht sind. So, du sitzt woanders. Ich würde gerne kurz in die Eide gucken. Glockenhüter, ja, Eid widerrufen. So. Dankeschön. Dann holen wir uns den nächsten Eid ab. Ja.
Heiligengrab, Grabeingang. Das ist am schnellsten. Müssen wir ja bloß durch den kleinen ehemaligen Bossraum durch.